Okay, hi, es geht weiter. Ich habe vorhin geschrien. Also, nicht geschrien, aber den typischen Wah Move gemacht. Liegt mein Handy hier? Nein, gut. Man kennt ja schon die Störgeräusche aus Terraria, weil ich aber mein Handy da habe, um zu gucken, wie irgendwas gecraftet wird. Übrigens, die. Oh, okay. Das ist neu. Ja, dann tolle Idee für einen Prank. Ja. Diese defekten Puppen aus Sektor 88B. Eine lustige Idee, die zu benutzen. Und wir sollen ihm helfen. Wir sollen zu dieser Fabrik gehen. Und aufpassen, dass wir zu der richtigen gehen. Und da ist ein Meeting Room mit dem Projektor und Treppen und nichts mit den Puppen machen, okay. Ja, und die Computer-Dingens sind wieder unsere Sache zum Infos bekommen. Übrigens, das ist endlich mal heller. Das ist doch toll. Multiple Choice. Exit. Fuck. Okay. Is it me you're looking for? Das ist so Open World mäßig. Das ist eigentlich ein bisschen ein SCP. Ja, also hier ist nichts. Kann übrigens immer noch nicht springen, also. Okay, da können wir wahrscheinlich nicht durch, ne? Doch! Wow. Hier ist nicht gedacht. Entschuldigen Sie, was ist meine Aufgabe? Was mit Projektor? Vielleicht hätte ich das genauer lesen sollen. Oder verstehen sollen. Nochmal gucken. Okay. Okay. Kann man das lesen? Nein. Ich wusste gar nicht, dass das mit diesem Laptop geht. Also in Portal. Soll übrigens sensible Themen sein. Themen sind hier drin sein. Haben die am Anfang gesagt. Also Vorsicht. Du bist ein TV. Du bist doch kein TV. Ja. Also, ich gehe nochmal hier hin. Da ist nichts, glaube ich. Dann gehen wir mal hier hin. War ich schon hier? Ja. Aber dort war ich noch nicht. Gut. Factory 88B. Das scheint richtig zu sein. Hi. Was ist das? Eine E-Mail. Okay. Okay. Sollen die Puppen nehmen und da so hinstellen. Weil fast alle zu Hause sind, werden wir nicht erwischt. Und die meisten Leute wissen schon von Prank Bescheid. Nachdem ich ein paar genommen habe, sollen wir zurück zu den Büros gehen und die da platzieren und so tun, als wäre das irgendwie ein, lass uns das ist ein, wir sollen so denken, als wäre das ein Ritual. Und wenn wir das
gemacht haben, dann kriegen wir neue E-Mail. Muss ich jetzt wirklich nehmen? Oh. Okay. Die auch? Ja. Ja, wollte ich mitnehmen? Nein, kann ich nicht. Gut. Ha. Wieso kann man nicht sprinten? Gut, also jetzt zurück zu den Büros. Ist alles okay, alles normal. Ist ein bisschen zugewachsen hier. Hallo. Oh. Aha. Der soll bitte. So. Da, und ihr. Schaut euch das so an, ja? Du, ja? Ihr schreckt die so. Du sitzt da so. Okay. Warte mal, habe ich gerade. Nein, wollte schon sagen. Nicht, dass ich die in meinem Büro platziert habe. Ja, ist das nicht nett hier? Ah, hier ist mein Büro. Gut. Okay, gut gemacht. Die Orte sind perfekt. Danke. Nein, wir werden nicht erwischt. Die Security-Kameras sind aus. Mein Job ist erledigt. Wir sind fast fertig. Du kannst nach Hause gehen. Er schließt den Ort ab. Macht gleich die Lichter aus. Und es gibt keine Nachtschicht diese Woche. Ach, jetzt muss ich noch einen Kaffee holen. Kann ich aber jetzt schon gehen? Bitte. Wieso? Geh doch einfach. Ist das hier der Break Room? Wo ist denn der Break Room? Fuck. Ich habe gerade Tab gedrückt. Ich weiß nicht, warum ich Tab gedrückt habe. Dann habe ich mir eine Karte erwartet. Ist das der Break Room? Hallo? Glaube ich, dass es hier einen Kaffee gibt. Bist du eine Kaffeemaschine? Ein bisschen Lampe. Okay, vielleicht ist das doch ein bisschen ein doofer Platz gewesen. Fuck. Bist du. Was ist denn der Break Room? Hallo? 911? What's your emergency? Du bist doch der Break Room, bestimmt. Gib mir mal Kaffee. Ich möchte Kaffee. Kaffee. Ich dachte, ihr wärt aus. Entschuldigen Sie, wissen Sie, wo ich Kaffee finde? Verflucht. Kaffee? Da waren wir schon. Nee, wahrscheinlich noch. Dann geh nochmal hier hin. Vielleicht ist das hier doch richtig. Hier ist ja kein Kaffee wahrscheinlich, ne? Haben Sie Kaffee? Okay, also ich weiß nicht, wo ich Kaffee finde. Das ist wie lange geht die Aufnahme denn schon? Ja, 8 Minuten und ich suche nach Kaffee. Heißt das Kaffee wegen Koffein? Wow. Aber warum heißt es dann bei uns Kaffee? Ah, was? Wir waren ja noch gar nicht. Okay. Break Room! Coffee. Move to the chair to rest. Ich möchte nicht resten. Ja, nimm dir einen Coffee. Oh, schlaf doch nicht ein, du Blöder. Du hättest gehen können. Bin ich hierher gekommen? Ist das ein Traum? Sollte meine
Nachrichten im Office checken. Jetzt auch noch einen Mocker haben, der Blöde. Das ist einfach ich, die ganze Zeit. Ja, das bin auch ich. Nein, das ist nicht mein Office. Entschuldigen Sie, ich möchte wirklich einen Mokka. Mann. Entschuldigung? Beans. Fluchten? Ja. Nein. Oh. Entschuldigen Sie? Coffee. Da komme ich nicht durch. Ich möchte doch einfach nur den guten Coffee. Mokka will ich jetzt. Coffee mehr, ich will Mokka. Nimm doch einfach diese Gebrauch. Nicht lustig. Erkannt. Mann. Und jetzt? Ja, die wird aus. Fuck. Hier ist nichts. Oder vielleicht ist das hier jetzt. Beobachtet der mich? Bist du weg? Nein. Ja, gut, dann. Oh, er ist weg. Ha. Ein Mock. Das ist mein Platz gewesen. Mock. Ja, ich mag's auch nicht. Oh. Ich hab fast geröpst. Das kommt schon echt, oder? Nein, es kommt aus dem Spiel. Ich weiß nicht, ob man das hören kann. Ach so, oh mein Gott. Das ist, Komm, wir gehen einfach. Wieso? Wieso? Wo finde ich diese Keycard? Oh, fuck. Mann. Entschuldigen Sie. Ich möchte doch nur eine Keycard. Ich weiß nicht, ob ich da reingehen sollte, aber die sind einfach weg. What the fuck? Aber der ist neu. Oh. Zeit. Viertelstunde schon. What the fuck? Können Sie da bitte weggehen? Da bin wieder ich.
Oh, ich weiß, wo wir hin sollen. Ich habe übrigens die ganze Zeit Gänsehaut, also wegen diesem Geräusch im Hintergrund. Was super leise ist, aber es ist da. Das sind fast so große Füße wie meine. 48. Ja. In Ordnung. Ja, die geht nicht auf. Das ist irgendwie blöd, ne? Ruf doch jemanden an. Oh, fuck. Gut, die geht nicht auf. Aber was soll ich tun? Hier ist nichts. Muss ich zurückgehen? Oh, ich bin so verwirrt. Also die geht nicht auf. Oh, da waren Augen. Ah, hier ist ein Knopf. In Ordnung. Hä? Das ist, glaube ich, kaputt. Kann ich irgendwas mitnehmen oder so? Wow! Oh Gott! Das hätte ich jetzt... Hallo? Hallo? Nein! Okay. Ich bin, glaube ich, gestorben. Hä? Gut. Okay, dann, okay. Glaube ich, verstanden, was ich machen muss. Weil der mich ja nicht durchlässt. Blöder Arsch. Also. Ich denke mal, ich muss einfach ganz schnell Oh, warte. Ich mache das so. Scheiße. Ich habe gerade gesehen, dass die Tür da aufgeht. Ah, Mann. Intelliliens. Okay. Gut. Jetzt weiß ich ja, was ich tun muss. Nö. Ne? Also, den hier. Den hier. Komm. 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 Warte, stopp. Sieht nicht richtig aus. Kann ich die Tür vielleicht zumachen, oder? Mann. Stopp, 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 stopp. Was muss ich tun? Kannst du bitte auf den Knopf gehen oder so? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Hallo? Stopp.
Ich brauche mehr Zeit. Ich verstehe nicht. Oh, ich verstehe doch. Ah. Oh. Ich dachte, ich muss da rein, aber... Und jetzt den hier. Fun. Cool. Das hat geklappt. Wow. Kann man nicht irgendwie auch alles wegmachen oder so? Also. Was jetzt? Wer ist noch da? Es ist halt einfach auch extrem dunkel, also ich sehe auch nichts. Komme ich an dir nicht vorbei? Von der Seite? Nee. Ich gehe nochmal nach da oben. Also, hi. Irgendein Plan, was ich tun könnte oder so? Oh, okay. Ah. Shit. Says. Okay, aber wohin? Hallo? Ist das vielleicht richtig? Und führst du? Ach so, wieder hier hin. Nee, das ist nicht richtig. Ja. Oh, Gott sei Dank. Ich kann nach Hause. Gut. Oh, bitte keine Jumpscares mehr. Das war so schlimm. Also im zweiten Level. Oh, ich will nicht mehr. Ich hasse sowas nicht. Ich hab keinen Bock. Hä? Entschuldigen Sie. Bitte. Ist hier irgendwo eine Wand? Bitte. Eine Wand. Fuck. Eine Wand, bitte. Weg? Nee. Muss ich mit dir irgendwas machen oder so? Das ist nicht lustig. Gehst du vielleicht weg? Hallo? Mann. Wie lange dauert die Aufnahme schon? 24 Minuten, das ist echt ein langes Level, ne? Ein bisschen zu lang. Und keine 20 Minuten. Ich geh nochmal da drüben durch und gucke nach, ob ich da irgendwie was platzieren könnte. Ah, oh, bestimmt kommt gleich was. Bestimmt.
Ja, wer bist denn du? Ist alles gut bei dir? Ha. Ha. Oh, ich hab's gleich geschafft. Bitte, wieso? Wieso? Könnt ihr nicht eben die Tür... Ja, aber wo kann ich das der Wand jetzt machen? Hm. Entschuldigen Sie. Okay. Ist hier ein Knopf oder so? Ah, ich habe keinen Plan, was ich tun muss. Wie eigentlich immer. Ja, das da oben klappt, aber ich komme da oben nicht hin. Ja, was soll ich tun? Irgendwie das Gefühl, dass ich, ja. Verkackt habe. Kann das sein? Okay, ich werde mal googeln. Okay, hi. Ich musste tatsächlich Cheats benutzen, weil ich in den falschen Ort gegangen bin. Eigentlich hätten wir hier hin müssen und nicht das, was ich gemacht habe. Also, ja. Gut, heißt, wir sind wieder hier. Und wir haben ja die Keycard für das Ding da hinten. Joa. Kann sogar, dass es gleich schon vorbei ist. Oh, nein, ist es nicht. Okay. Hä? Oh Gott. Ja, aber ich musste leider Cheats benutzen. Ich hab tatsächlich Weg finden, die Power anzumachen. Power. Entschuldigen Sie, gibt's hier Power? Ach, kann ich mal so eine Werbung irgendwie was? Egal. Das ist ein Radio. Das sieht doch nach Power aus. Oh Gott. Alles gut? Machen wir das Radio an, ne? Ich fühle mich, ich hätte das Radio nicht angemacht. Fuck. Jetzt kommt irgendwie so schöne Musik oder sowas. Ja, ich weiß, jetzt erschreckst du mich gleich, ne? 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 Oh nein, doch nicht. Shit. Mach wieder an. Mach wieder an. Bitte. Nein! Wieso? Oh Gott. Oh Gott. Ah, oh, da war jemand, das wirklich sieht. Oh,
ich hab mein Handy wieder liegen. Fuck. Was ist passiert? Ich muss halt eben googeln, wie ich das Problem löse, ne? Also. Wo ist der? Da. Du, ne? Ist ehrlich. Nein. Oh, fuck. Das Problem ist, ich kann ja nicht sehen, wo ich hin muss. Ja. Was sagt denn die Zeit so? Ja, 30 Minuten, gut. Aber das Level soll scheinbar auch gar nicht so lang sein. Ich stelle mich einfach nur wieder an. Das ist das Problem. Also. Gut. Das sieht irgendwie richtig aus. Auch wenn ich gar nichts sehe. Gut. Das sah aber richtig aus. Also, alles gut. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es dann vorbei ist. Also gut, dahin. Du da und plus. Darf ich die Helligkeit bitte ein bisschen höher stellen? Ich sehe rein gar nichts. Weitere Grafikeinstellungen. Gibt es hier auch irgendwo Helligkeit? Nein, gibt es nicht. Ich hasse es, wenn es zu dunkel ist. Okay, also da, den da. Dann muss ich den hier. Gut. Und dann bin ich wohin gelaufen? Da, ne? Da, oder? Da, 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 da. Da, da, da. Gut. Ich kann mich irgendwie nicht bewegen, übrigens. Also, nur so zur Info. Ach, ich glaube, das muss so. Ah, die machen nicht wirklich, die ist ja alles nur eine Traumnummer, oder? Ah. Nimm deinen Kaffee mit. Und sie wieder einpennst. Nee, also ich schaue mich auch gar nicht um, ich gehe direkt. Der hat mich alle platziert. Ja. Kann das nicht einfach vorbei sein, bitte? Ja, jetzt kommt bestimmt irgendwas, ne? Huch, irgendwie komische Geräusche. Portal 2 funktioniert nicht mehr. Es ist abgestürzt. Cool. Ich schau mal schnell nach, ob das das Ende war, dass das Spiel abstürzt. Doch ein schönes Dingens gesehen. Nein, es ist nicht richtig, dass es abstürzt. Das ist eine Scheiße. Gut, dann werde ich das bis dahin wieder spielen. Okay, hi. Dr. Google hat mir geholfen. Es gibt tatsächlich eine super einfache Lösung, ohne dass ich das ganze Spiel nochmal spielen muss, zum Glück. Die zeige ich gleich, ist super einfach, also alles gut. Spiel lädt bitte. Ja, es lädt.
Das ist kein Half-Life 2. Ja. Das weiß ich schon. Zwar ist die Lösung ganz einfach. Also erstmal muss ich die Cheats anmachen. Dann Noclip. So, und jetzt kann ich nämlich einfach so. Und das sollte es eigentlich gewesen sein. Nee, stopp, das sollte es nicht eigentlich gewesen sein. Hier durch dann nochmal. So, jetzt müsste es eigentlich gewesen sein. Warte, Moment. So. Joa. Genau. Also es geht jetzt nochmal weiter. Ist das hier mein Haus? Die bezahle ich echt nicht gut. Könnt ihr das lesen? Nein. Also. Ich habe auch keine Portal Gun mehr, also. Die bezahlen ihn echt nicht gut. Hast du nicht was drauf? Ich soll resten? Ich kann mir das in der Konsole mal nachgucken. Bed and take a rest. Das ist nicht mein Bett? Moment. Nee. Das wäre mein Bett. Ah. Okay. Okay. Der Revolver ist weg. Oh, das ist seltsam. Muss ich da rein? Bitte keine Jumpscares mehr, bitte. Oh, oh, ich weiß nicht, was copyright-mäßig ist. Nein, stopp, stopp! Ich sehe kein Light to Begin. Geht's noch? So. Ich höre jetzt die Musik eher nicht. Oh, Ted Ross wurde tot in seinem Bett gefunden. Die Polizei weiß nicht, warum, wie es passiert ist, weil es kein Zeichen von einem Kampf gab. Boah, die Musik ist auch echt laut. Erstmal Kopf rausziehen. Es gab keine Selbstmordnotiz. Ach, fuck. Diese Hayley Patterson wurde mit ihrem Genick gebrochen gefunden und einer Portalgun bei sie liegen. Sie war halt eben das direkte Opfer des Pranks. Ich kann das alles nicht so schnell lesen. Jerry Ryans wurde tot gefunden. Nähe seines Laptops.
Fußabdrücke, Fußabdrücke, oh Gott, Fingerabdrücke. Eine gesichtslose Leiche wurde, ja, halt eben irgendwo gefunden. Und drei von den Leuten wurden halt eben vermisst gemeldet. Es gab keinen Hinweis, wo die sind oder sowas. Es wurden aber diese Puppen gefunden mit den Fingerabdrücken von Ted Ross. Ich kann das nicht lesen, sorry. Ja, gut. Die Mitarbeiter kommen nicht wieder. Danke. Gut gemacht. Alles Gute. Danke. Und jetzt kommt schon noch ein Satz. Komm. Komm, mach es. Mach es ruhig. Mach es ruhig. Boah, die Musik ist so laut. Cool. Storywriting. Ja, cool. Dann würde ich sagen, danke, dass. Ich wusste, dass da so ein SCP dabei war, weil es mir so bekannt vorkam. Dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, danke für 200 Abonnenten und danke für die nächste Zeit. Ach, es kommt bestimmt noch irgendwas, oder? Nein, gut. War cool. Danke. Tschüss.